So, guten Morgen, willkommen zurück zu Season 2 auf Insane. Gar nicht so schwer, wie es sich anhört. Und ich glaube, das ist der falsche Spielstand. Ich glaube schon. Oder? Vielleicht auch nicht. Aha, nein, es ist der richtige, glaube ich. Was weiß ich schon. Ich flieg einfach mal rein. Secret Teleporter! Yeah, voll Secret. Was willst du denn? Warum ist hier der Diebesbot? In der normalen Runde war der auch nicht. Ich nehme noch hier einen Geheimgang. Was heißt der? Ich kann nicht open this door. Die Tür auf! Ich will drin! Scheiß doch die Wandern. Ach, die kleinen Dinger da wieder. Das Problem ist, der Diebesbot kann mich auch bestehen, wenn ich unverwundbar eben. So, und ich habe gerade so überhaupt keine Lust im Prinzip aufzunehmen, sondern ich möchte einfach nur ins Bett. Ich habe die Woche etwas länger arbeiten müssen und letzte Woche. Bei letzter Woche ging es so, da war es noch eine Stunde länger. Das sind ja meine Homies. Ich will aber erst diesen scheiß Diebesbot töten. Kommt bestimmt aus Polen. Ich habe eine Geheimtür entdeckt. Ha, nennt mich gut. Wo ist er denn noch hin? Wie mache ich das jetzt am Sims? Ach, ich warte einfach. Ich hoffe, ihr habt nichts vor den nächsten paar Stunden. Ich kann übrigens das Tor nicht openen. Das ist eine Geschichte mit Open End. Naja. Das war jetzt fast schon ein bisschen witzig. Ich krieg dich schon, oder? Irgendwie krieg ich dich schon. Ja. Wollte ich noch erzählen? Ja, richtig. Gestern haben wir halt einfach mal von 7 in der Früh bis 24 Uhr in der Nacht gearbeitet. Warum nicht? Und morgen am Samstag darf ich auch noch mal arbeiten. Ich habe noch nichts aufgenommen. Was ist? Ich habe geil, was ist gemacht? Der cheatet doch. Der darf nur ich cheaten. Leider funktionieren die Cheats auf Insane nicht. Das ist so gemein von denen. Nein! Ach, leck mich doch. Da wollte ich doch gar nicht reinfliegen. Ich habe ganz vergessen, dass der Teleporter will ich wieder rausführen und so. Ich nehme jetzt einfach mal an, dass hier nichts sich geändert hat. Irgendwo. Ich muss meinen Kopfhörer definitiv andersrum aufsetzen. Moment, guck mal. Jetzt sind sie richtig rum. Ist das Kabel irgendwie im Weg? Verdammt, ich bin Deutscher. Ich habe meinen Rechner natürlich rechts stehen. Nicht links. Jetzt muss das Kabel auch rechts weggehen. Verdammt nochmal. Das ist ja rassistisch, ein Amerikaner. Oder wer auch immer das rechts gebaut hat. Hab grad keine Ahnung. Also gut, gebaut haben es wahrscheinlich irgendwelche kleine Chinesenkinder, aber darum geht's ja nicht. Wichtig ist nur, in welchem Land es zusammen. Nein, wichtig ist nur, aus welchem Land das Logo Aufkleber ist. Made in USA. Wo ist dieser scheiß Diebesbot hin? Hallo? Beklaut mir doch. Der will mich beklauen. Ich fühle das. Ich hab das im Gespür. Oh. Mit dem Kabel gerade. Was sind das? Verstehe nicht. Geht's da runter? Will ich das überhaupt ausprobieren? Ich kann da ja nicht schabachern. Bam bam.
will aber nicht geklaut werden. Weil ich hier nicht laden kann. Also ich kann schon laden, aber... so direkt absichern, ne? Ich weiß ja nicht, was der mir alles so klauen kann, will, darf, muss. Kann er nicht leben? Nein. Einbildung ist ja bekanntlich auch eine Bildung, ne? Deswegen bin ich auch so gebildet. Da geht's ja wieder raus. Von der Kack. Ich sollte vielleicht meine Unverwundbarkeit nicht so ganz toll verschwenden, wie ich es gerade tue. Also. Ach, mit Tee, Tee! Ach, man kriegt sie wieder, wenn man. Ach, oder? Nein! Jetzt habe ich die Unverwundbarkeit total verschwendet. Ein Hoch auf mich! Den unglaublich tollen Bomb. Dahinter ist da noch was, da ist was. Ach halt, Afterburn ist ja cool. Ordentlich mit Afterburn, Baby. Das ist doch voll scheiße, zum Glück ist die. Du kennst oben das Door, kann ich hier überhaupt irgendwas öffnen? Nein, bist dich und dich nicht. Das ist doch Spaß. Smarts. Gut, dass ihr erst 10 Smarts habt, ne? Und jetzt sitze ich, glaube ich, wegen extrem weit. Warum ist die Tür eben. Ist die alleine aufgegangen? Man kann dieses Tor oben open übrigens nicht, ne? Ist Bescheid, ne? Boah, sind die Viecher so irre schnell. Zum Glück gibt es in so Bonuswelten immer keine Gegner. Ja, was war das denn eben? Ach, die Rakete! Natürlich, die Rakete! War mir gleich klar. Afterburner! Und Vulkan-Ammo, yeah! Ich mag die Bonus-Level, da gibt es keine ernstzunehmenden Gegner. Es gibt nur mich und meine Unachtsamkeit. Jetzt sind oben hin. Unsichtbarkeit. Was will ich damit? Also die Unvermutbarkeit, die reizt mich dann schon ein bisschen. Nein, hier geht's irgendwo durch. Gelohnt. Ja, total gelohnt, wie ich eben sagte. Ne? Ich habe schon 20 Homies. War ich da nicht schon mal? Ja, da war ich schon. Irgendwie mal, irgendwo, irgendwann. Irgendwas, irgendwie so und überhaupt und ja. Ich habe jetzt eben nochmal Unverwundbarkeit aufgesammelt. Da geht es wieder raus. Toll. Was? Noch einer? Kann ich verarschen? Wo ist der jetzt lang geflogen? Den hatte ich doch vorhin getötet. Was zur Hölle? Was war das? Was war denn das jetzt? Toll! Das ist die ganze... ganz toll. Das ist ja... jetzt total für den Arsch. Ich habe jetzt fast weniger Energie als vorher. Das heißt fast, ich habe weniger Energie als vorher. Und ich habe mich total verflogen. Ganz toll. Also, wir fassen zusammen. Cool.
Hier gibt's zwei Seaports. Toll. Ich fliege jetzt da nach rechts. Oder kommt der einfach nur immer wieder? Was ist da? Ich hab schon die Fusion-Kanone. Ich hatte doch. Hatte ich nicht Vollenergie? Hab die Tür aufgeschossen oder was? Okay. Nee, ich ist immer noch nicht über 100. Ich hab schon so Konklusion. Conclusion. Warte ich ab. Mir egal, wie es richtig heißt. Das ist mir schon seit, was weiß ich, wie viele Folgen, alles egal. Alles scheißegal. Ja, das ist mir nicht egal. Hier geht meine ganze Waffe noch. Geh sterben! Moment. Moment, habe ich da eben einen Spawner gehört? Nein, oder? Nein. Hier gibt es keine Monster Spawner. Hier gibt es doch keine Monster Spawner, oder? Ich will es gar nicht so genau wissen, glaube ich. Es fehlt nur, dass hier Stingspots. Ist schon, ne? Also diese Diebespots spawnen. Knochen hier weiß. Das wollte schon immer was sein. Was? Ich bin unsichtbar! Leck mich doch. Wie viel gibt's denn hier von dieser Sorte? Wo ist er hingeflogen? Jetzt bin ich getarnt. Jetzt müsste ich eine Nummer finden. Hä? Okay. Geht's ja gar nicht weiter. Da kann er hier gar nicht lang geflogen sein. Ist es wieder weg, natürlich. Moment, ich hab volle Gauss-Munition. Munition. Wie gibt's denn hier von diesen Kack-Diebe-Spots? Das ist ja pure Hass. Vor allem, wer denkt sich denn so einen Scheiß aus? Ich meine, das ist jetzt schon der dritte. Kann es sein, dass ich Energie verliere? Noch einer? Sag mal, was ist denn hier los? Was soll denn der Schrott? Ah fuck, das war einer. Ich hab's zu spät gesehen. Ja, so ist natürlich ganz toll, wenn ich so fliege. Kann mich viel leichter erwischen. Und da geht's auch noch hoch, da geht's wieder raus. Das ist der reinste Diebespots Ding hier. Ne. Jawohl, wegen Energie hoch, Power an. Oh, der Reaktor, da will ich noch nicht hin. Aber schön, dass wir schon mal wissen, wo der Reaktor ist. Auf dieser kleinen Rundstrecke ist der. Ah, da komme ich auch hin. Viele Wege führen nach oben. Ah! Fuck, jetzt ist natürlich schon wieder vorbei. So eine Scheiße, eine dumme. Will ich genau, wenn ich. Ich hab da so komische Streifen. Die sollen nicht sein. So, wo ist denn der Kack-Diebespot? Ne, ist da hinten ist der Eingang. Oder? Ja, müsste der Eingang sein. Mit dem ich hier reingekommen bin, da geht's direkt raus. Aber ich will noch mehr hier bleiben. Um noch mehr Schildenergie verlieren zu können. Eben. Was gibt's denn da lang? Ach ja. Oh, das ist kein Gegner.
Kannst du mich sehen, bitte schön? Spinnst du? Kommt irgendwo ein Bug halt. Was? Noch einer? Sag mal. Das sieht mich natürlich, oder wie? Ich glaube, ich beende das Secret Level etwas vorzeitig, weil... Erstmal gibt es mir hier 10 mal Milliarden zu viel Diebe-Spots und... Ja, ich meine, gut... Zweitens mal... Gutes Meister habe ich jetzt eh entdeckt. Würde ich mal sagen. Wahrscheinlich kommt gleich einer und widerspricht mir erstmal wieder, einfach aus Prinzip. Die Waffenenergie nehmen wir mit. Dann habe ich natürlich noch meine Waffenenergie ordentlich aufgestockt. Möchte ich mal sagen. Und ja, bevor ich wieder ewig viel verliere noch, ne? Ich so die ganze Zeit mache. Außerdem habe ich keinen Bock mehr auf 2 Milliarden Diebesboss, die da mich scheinbar beklauen. Habe ich mich jetzt überhaupt verbessert? Moment. Ja doch, es ist besser. Würde ich mal sagen, jetzt so spontan. Also auf, weiter geht's zur roten Keycard. Wo auch immer die jetzt gerade ist. Okay. Da ist irgendwo ein Monster-Spawner. Moment, da ist... Jetzt nicht den Überblick verlieren. Zu spät. Verdammt. Nein, das ist der Geheimausgang. Okay, ich dachte schon, hey, warum ist da so ein Monster-Spawner? Scheiß dicks Ding. Da sind irgendwo die Geißeln. Wo immer ich da rankomme. Also da, Geißel. Gegner. Wo? Oh, warum habe ich das Schlieren drin? Oder bilde ich mir die nur ein? Ach, dahin der Gegner, okay. Dann sind die ja nicht gefährlich. Okay, da gibt es definitiv nicht rein. Komme ich denn da jetzt an die Geißeln, an diese Kackfesten? Nein, da geht's zu ganz bösen Ort. Deswegen verliere ich die ganze Zeit Waffenenergie. Mein Headlight ist an. Das erklärt einiges. Das sagt mir jetzt niemand. Mann, Mann, Mann. Wer bin ich denn überhaupt? Ich muss da lang, ne? Geh sterben, bitte. Ist er tot? Ich würde mal sagen, nicht so ganz jetzt, aber... Also sicher hier. Wieso hat mein Bot überhaupt kein Dingsbums, Headlight? Sterben! Der Bock noch. Oh, cool. Sehr gut, sehr schön. Da ist eine Geheimtür. Wow, mit einer unglaublich tollen Smart Missile. Meine Träume werden wahr. Hab ja nicht erst. Verdammtes Mist, wie so dummes. Vorstellen, dass ich die einfach so nehmen kann.
Ich hab irgendwelche Force Fields deaktiviert und. Kann es einfach so gehen? Gumm, natürlich nicht. Ach, geh doch sterben. Geh sterben. Okay. Oh, ich hab noch eine Waffenenergie. Schön. Sehr schön. Ach ja. Ehrlich. Nicht? Extra Life. Ja, ich hab extra Life. Was geht denn hier jetzt ab, Mann? Oh, ich kann es auch mit Licht zerstören. Das gibt sogar halbwegs Sinn und da hinten war noch eine Geheimtür. Oh, oh. Geh mir richtig einer ab! Ja, da geht's richtig ab, Baby! Na komm, ich will noch eine schießen. Ja, so wurde schon mal gar nichts, ne? Aber wenn ich... Ey! Nicht so vorlaut hier, ja, Kleiner? Oh. Eine Unverwundbarkeit. Oh, eine Phönixkanone, eine Mega-Missile. Oho. Unverwundbarkeit möchte ich mir ehrlich gesagt noch ein bisschen aufheben. Und Schild. Zum geht nicht mehr. Da oben noch? Nichts. Gut. Und Unverwundbarkeit könnten wohl, die komme ich eh nicht bis zum Endgegner. Also würde ich sagen, ich nehme die Unverwundbarkeit schon mal mit. Und ich habe die Geisel noch nicht gefunden. Ja, komm, mach mal auf. Uff! Fliege ich da richtig rum? Ja. Und jetzt da hoch. Und die Schild. Hä? Schießt da irgendwas auf mich? Ich dachte es mir doch. Kitzelt mir doch irgendwas, habe ich mir gedacht. Und dadurch wurde der Raum schon mal 10-mal einfach. Stell dich grad! Kackding. Jetzt muss ich aber immer noch die Geißeln irgendwie finden. Sind irgendwie. Nein, nicht hier. Nein, ich geh da rein. Sehr gut, wie ich durch die Räume fliege. Ne? Die Möglichkeit ist ja irgendwie Monster-Spawner ausgelöst werden. Die stehen ja gar nicht. Was? Jetzt sind hier lang. Nein, da war das Secret Exit. Oh, wo geht's denn so den Kaiseln? Was macht das schon wieder so Kackgeräusche? Ich hasse das. Ich hasse das wirklich. Ich hätte auch gern alle Geiseln gerettet. Och, Menno. Kann man irgendwie anders irgendwo ran? Ja, vielleicht komme ich noch irgendwo anders ran. Ah! Wo ist er denn? Ach, ich sehe ihn wieder mal nett. Leck mich doch. Ja, ja, Schild ist. Die hält viel zu kurz, die Kackunverwundbarkeit. Was soll man denn damit irgendwas Nennenswertes ausrichten können, sollen, müssen, tun? Die muss richtig lang halten. So, wie ging es denn hier jetzt raus? Da längs. Hast du gesehen, wie das geht, Kleiner? Und mir kannst du noch was lernen.
muss doch nicht die Geißeln sein. Hey, da war ich noch gar nicht drin. Was zur... Schlitt doch mal grad. Okay, das sag ich jetzt nicht nein.